Oh, ist das ein Ballermann? Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Okay, nicht wild ballern, sondern hier schön eins an dem anderen. Nur noch eine Minute, dann sollte es wieder funktionieren. Boah, das bewegt sich so langsam, das Ding. Selbst mit der schnellen Maus, da bist du einfach am Ziel vorbeigeschossen. Köpfe durchs Weltall. Da, 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 da. Das ist wahre Kunst im Weltall. Fliegende Körperteile überall. Really weird, es haben ja so Asteroidengürtel manche Planeten, wenn einfach so ein Planet so ein Gürtel aus Körperteilen hätte. Das ist quasi wie so eine Spenderbank, die um Planeten rumfliegt. Und wenn man was braucht davon, dann kann man das einfach aus dem Orbit holen und wieder hier dran operieren. Macht man so Etiketten dran, damit man weiß, was da rumfliegt. Jesus, Mann! Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Was zum Fick? Was ist das hier? Der Schlong des Todes oder was? Ekelhaft. Oh, Gottes Willen.
Rongor, dankeschön. Monsre, schönen guten Abend, Dallichen. Ja, klar, ich war einfach ein Idiot. Das war das Rätsel. Ich war ein Idiot und habe mich dumm verhalten. Das war Schwanzus Longus Tentaculus. Gönnen wir uns erstmal einen neuen Anzug. Mehrbeschläge. Oh, mein rechter Arm ist jetzt richtig massiv. Boah, schau mal die Rücken an. Maschine. Und ein paar Energieknoten. Munition habe ich genug. Ich kaufe mal die Energieknoten, damit wir die ganzen Sachen noch weiter ausbauen können. Was genau bringt der Anzug eigentlich? Steht das am Shop dran? Ah, außer dass das Inventar größer wird. Erweitert das Inventarslot und Panzerung. Ah, jetzt hat unser Helm auch 3 Schlitze. Augen, Nase, Mund haben wir jetzt. Was ist das für eine schreiende Soundkulisse die ganze Zeit? So, Zug fahren! Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung. Haben wir es jetzt abgeschlossen oder ist das, was jetzt beginnt? Also so eine schwammige Maus ist schon... schwammig. Macht Sinn? Macht Sinn. Ishimura Monoway Station System. Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Ich hab gepupt. Schneller als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Danke. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Oh, das war vorhin beim letzten Besuch noch nicht auf mir. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Cool. Jetzt haben wir auch noch hier Gegenspieler, die uns das Leben schwer machen. Na, ganz kurz, was gucken hier. Da, 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 da.
Put food for pets. Tada. Zweitgliedmaßen absägen. Gegner tot. Selbst Babys. Mit ihren putzigen Füßchen. Wir sollten die Nike-Socken für 48 Euro anziehen, den Babys. Sonst werden sie in einer Kindergrippe gemobbt. Von den anderen Kindern. Mit den Gucci-Schals. Den Kindern. Erhöhte Strahlung. Schön. Zum Glück habe ich einen Anzug an. Oh, guck mal, da ist ein Pummelpups. Boah, bei mir sitzt so einiges tief. Zum Beispiel Kieber auf dem Fußboden. Wow, war der schlecht. Und das war auch wohl die schlechteste Fake-Lache der Welt. Ja, das Rest ist nur Kapazität und so ein Blödsinn. Kümmern wir uns erstmal hier ums Wick. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Luft noch. Einen behalte ich. So, 3 Stück brauche ich fürs letzte Leben. Ich habe ganz viel Pudding auf dem Rücken jetzt. Und dich nehme ich mal mit, weil da vorne ist ein Pummel. Er sieht aus wie eine Pummeltür. Was ist das da eigentlich? Lottkroppe, Hallöchen, wie geht's dir? Okay, das war sehr klug, dass wir ihn mit dem Fass beworfen haben. Das hat ihn, sehr wehgetan. Auch ganz gut. Babys! Das ist meine Babystimme. Na cool. Oh, ich habe das Baby weggekickt. In Zeitlupe. Nur um sicher zu gehen. Nur um sicher zu gehen, habe ich der Frau ins Gesicht geschossen. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Als ob wir nicht hier genug außerirdisches Gewebe hätten. Mit den ganzen schleimigen Schlabberdingern, die ich hier abknall. Ich bin wahrscheinlich voller außerirdischen Gewebes. Überall zwischen meiner Rüstung klebt so ein Zeug rum. Vor allen Dingen an meinen Stiefeln. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe.
Okay, der hat ihn einfach ein bisschen in die Stirn gebohrt. Alles klar, um ihn Gewebe da reinzustecken. Also hat er quasi sein Hirn gefickt. Okay, hier ist der Mischer. Oh, nett. Ach, die hüpfen doch da gleich raus. 100 Pro. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert. Aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Klar, wieder die verrückten Inder. Okay. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Kendra, ist da jemand? Hammond, wo zum Henker waren Sie denn? Ich habe die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Kann kaum atmen. Dieser organische Stoff wächst überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Ja klar, wenn sonst nichts ist. Wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. So, drei Knoten. Erstmal weiter. So, suchen wir mal Gewebe. Während wir von irgendwelchen Viechern gejagt werden, die sich super doll regenerieren. Was ist mit dem Inder los? Die Wirklichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Hören Sie es. Es kommt. Beten Sie. Die Texte sind neu. Die schwarzen. Hey, it's okay to be fucked. Okay.
Fahrrad fährt ständig die Türsteuerung runter. Ich habe das Schloss jetzt überbrückt. Los! Okay. Irgendjemand hat auch die Spinde geöffnet in der Zeit, wo wir weg waren. Hallalalalalala. Ein wunderbarer Inselurlaub. Wäre schön. Wäre schön. Okay, gerade durch. Okay, nope. Okay, das Ding war sehr speziell. Das muss man nicht nach der Explosion. Was ist er da hinten eigentlich für einer? Okay, er stirbt nicht nach einem Kopfschuss. Das ist schon mal sehr beängstigend. Ich kann hier auf sie schießen. Ich mach erstmal Hackepeter aus seiner Freundin. So. Okay, heuer, Walter. Tschüss, muss los. Was ist eine merkwürdige Lady? Die aussah wie ein weiblicher Two-Face. Ach, vielleicht lacht sie. Oh, okay, das könnte natürlich auch sein. Das hat aber ein sehr merkwürdiges Lachen. Es war wie so ein Lachen, wenn man sich wirklich wehtut, aber eigentlich eher lacht, anstatt zu weinen, obwohl es richtig wehtut. So ein Lachen war das. Oh, hier sind wir wieder in der Babystation. Okay. Hier stand jemand auf, Lappen an der Decke. Und Kopfsammlung. Aber hier. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kein würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen, nur dass Amelia Kein schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld, deine Zeit kommt. Sehr bald. Okay. Ist ein dehnbarer Patient. Der ist sehr belastungsfähig. Probe 979.
7 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Ausfall der Lebensalarmsysteme auf der Krankenstation. Der zum Henker war das. Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja, also der hat halt echt hier die Luft weggeblasen. Ja, das mit dem Vakuum war zu erwarten, weil ja dieser Sauerstofftank am Ende des Flurs war. Da. Okay, das waren sehr viele kleine Pimmel. Zack, die mich angebissen haben. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Das ist das Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kein würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend... Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Naja. Also ich werde mich auf jeden Fall bei dem Supervisor beschweren, von dem Inner. Weil ich die ganzen Kleinen abgeknallt habe, habe ich keine Munition mehr. Oh, du bist der Obermuft. Okay, lauf, 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 lauf. Kaki, Hallöchen, oh mein Gott, das Baby, lauf! Kaki, herzlich willkommen, schönen guten Abend, wie geht's dir? Oh, der kommt ja doch hinterher. Oh, das ist ja doof. Kaki, vielen herzlichen Dank, auch schon im 16. Monat alter Schwede, dankeschön. Irgendwie macht mein Magen gerade Rambazamba, was ist denn das? Puh.
Okay, nicht cool. Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Ganz schnell. Da lang. Ich hätte vielleicht Munition kaufen sollen. Das wäre vielleicht eine kluge Entscheidung gewesen. Ja, aber die sind sehr tödlich, diese kleinen Füßchen. Okay. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten... Ah, nice, wo lag, woran lag's? Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Lass die Munition drin sein. Naja, Geld und falsche Munition. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Ich, Dr. Chalice Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Dann mach mal nicht. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren. Und ich werde ihre göttliche Pracht auf den ganzen Planeten verbreiten. Ich überlasse sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Was? Manfred, gute Nacht, schlaf schön. Oh
Hoffentlich war das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Okay, den Kampf habe ich schnell durchschaut mit dieser Kryokammer in der Mitte. Ich hasse Vitrinen mit Glastüren. Okay. Na, Stasis könnte ich noch aufladen, lasse ich jetzt aber. Kapitel 5, tödliche Hingabe. So, und damit haben wir das Punkt 0 Uhr. Perfekt. An dieser Stelle werden wir nämlich speichern und schlafen gehen. Gefahr für die Umwelt, Kapitel 6. Nächstes Mal. Okay, wir gucken nochmal kurz rein hier. Ja, im Labor hing eine Ladestation, aber... Ach ja, wäre sonst wohl einfach, ne? Gott, verfluchter Mist. Wow. Ich hatte es nicht mehr auf und trotzdem so... Ich gucke die Kopfhörer an und die schreien mir einfach an, wie fies. Rongo, Entschuldigung, dass ich die Kopfhörer schon abgenommen hat. Dankeschön nochmal für die 100 Bits. Wahnsinn. So, ich... Fühle mich irgendwie gerade ein bisschen so. Mir ist ziemlich warm, auch obwohl Fenster offen ist und so. Ich glaube, mein Kreislauf macht gerade, weiß nicht, Party? Ganz komisch. Deswegen auch jetzt ein zügiges Ende und wünsche allen eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Donnerstag. Schlaft schön. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns hoffentlich morgen Abend wieder mit irgendwas. Bis dahin, alles Gute. Schlaft schön. Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch allen. Ich mache das Outro an.